Zum Schluss dann die Überleitung zur Diskussion unter der Fragestellung auch des Buches hier, was tun, also was ist der Ausweg. Kurz die Stichworte zur griechischen Geschichte für einige, die sie sozusagen gegenwärtig haben, ist vielleicht einiges überflüssig. Im März 1821 beginnt mit dem Aufstand der Griechen gegen die osmanische Herrschaft ein achtjähriger Freiheitskampf, der 1830 zur Unabhängigkeit Griechenlands führt. Das Staatsgebiet umfasst zunächst nur Athen und die Peloponnes, wird aber dann ausgedehnt unter Ausnutzung der Kriege europäischer Mächte gegen das Osmanische Reich auf die Ionischen Inseln, auf Thessalien, auf große Teile Griechenlands und auf Kreta. Erster Weltkrieg. Zunächst gelingt es Griechenland, sich neutral zu verhalten. Dann wird allerdings Briten und Franzosen erlaubt, Stützpunkte in Griechenland zu errichten. 1919 kommt es zu einem Krieg, ausgelöst durch griechische Nationalisten gegen die Türkei. Es geht um die Inselwelt und um Kleinasien. Dieser Krieg endet mit der Niederlage Griechenlands. 1,5 Millionen Griechen werden zu Flüchtlingen und müssen Kleinasien verlassen. Das heißt offiziell Bevölkerungsaustausch. Es haben etwa 500 Türken auch die griechischen Gebiete damals verlassen. 100.000. Zweiter Weltkrieg. Das mit Großbritannien verbündete Griechenland wird 1941 zunächst von italienischen und als die Niederlage leiden von deutschen Truppen besetzt. In London bildet sich eine griechische Exilregierung. Gleichzeitig entstehen innerhalb des Landes Widerstandsbewegungen. Die Exilregierung in London ist nationalistisch konservativ ausgelegt, die sogenannte Edes, teils die griechische in Griechenland, der in Griechenland tätige Widerstand, der kommunistische, auch vor allem den kommunistisch geführte Widerstand, Ea und Elas. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kommt es zum Bürgerkrieg zwischen Royalisten und Kommunisten, der mit Hilfe britischer und amerikanischer Truppen 1949 zugunsten der Monarchie und der Westmächte entschieden wird. Der Sowjetunion ist damals durch ein Abkommen über die Einflusssphären nach Kriegsende ein Eingreifen nicht möglich. Zudem ist die SU durch die Kriegsfolgen viel zu geschwächt, um einen Konflikt eingehen zu können mit den USA, zu dem Zeitpunkt schon atomar ausgerüstet, und ihrem Verbündeten. Die Angaben zur Zahl der Toten des Bürgerkrieges schwanken, auch abhängig von der politischen Interessenlage bzw. ökonomischen Abhängigkeit der Historiker. Die einen sagen 50.000, die anderen ungefähr 160.000 Tote. Die Zahl der Flüchtlinge wird angegeben zwischen 100.000 und 700.000. Man sieht an den Abweichungen, wie groß die Differenzen in der Bewertung der Geschichte sind. Unmittelbar betroffen waren demnach durch den Bürgerkrieg etwa 5% der griechischen Bevölkerung. Im Krieg waren es schon 10%, der damals wenig mehr als 7 Millionen Griechen. Zehntausende linksgerichteter Griechen flüchten ins Exil oder werden interniert, meist auf abgelegenen Inseln. Sie werden in dem Straf- bzw. Umerziehungslager sogar bezeichnet, mit äußerster Brutalität behandelt. Es gibt schwerste Misshandlungen, Folter, Erschießung, auch Massenerschießung, aber anders und deshalb nicht vergleichbar mit den deutschen KZs. Keinen systematisch organisierten und durchgeführten Massen- und Völkermorden. Zu den Internierten gehören auch der Poet Yannis Ritsos und der Komponist Mikis Theodorakis. Ihre Werke sind gespeichert im Bewusstsein der griechischen Bevölkerung, sind Volksgut geworden. Ich denke, das ist deshalb erwähnenswert, weil es Ähnliches bei uns nicht gibt. Wir kommen darauf noch zurück. Im vergangenen Jahr beispielsweise
beispielsweise wenige Monate bevor wir eintrafen in Griechenland, davon wurde uns dann mehrfach berichtet, gab es vielerorts im Land Gedenkfeiern zum Todestag von Nikos Pedoyannis. Es war einer der Führer im Widerstand gegen die Nazis, der 1952, das Datum ist wichtig, im demokratisierten Griechenland zum Tode verurteilt und trotz aller Proteste aus vor allen Dingen Frankreich bis hin zu Charlie Chaplin, Picasso, Sartre, alle waren sie dabei, hingerichtet wurde. Anders als bei uns seit der kampflosen Niederlage der deutschen Arbeiterbewegung gegen die Machtergreifung des deutschen Faschismus kann sich der fortschrittliche Teil der griechischen Bevölkerung eben auf diesen achtjährigen Widerstandskampf gegen Deutschland und anschließend gegen die Angliederung Griechenlands an den Westen, den Westblock, der dem Ostblock gegenüberstand, beziehen und verfügt über eine entsprechende Widerstandskultur. Bitte ich das selber. Ich wollte sagen, Handys aus. Keine Ahnung. Ich bin das. Lass es mal hier liegen, falls es nochmal klingelt. Es gibt ja Leute, die hartnäckig sind. Es tut mir leid. Entsprechend eben verfügt Griechenland über eine Erinnerungskultur, auf die sich heute der Widerstand gegen diesmal nicht einen Einmarsch, sondern gegen das ökonomische Eindringen und gegen das ökonomische Kaputtmachen der Bevölkerungsstrukturen, auf denen er sich beziehen kann. Im Ausgang des Bürgerkrieges entsprechend verfolgt Griechenland seitdem einen Kurs der Westintegration. Griechische Wirtschaft ist durch Krieg und Bürgerkrieg schwer beschädigt, große Teile des Landes sind verwüstet. Die Infrastruktur ist einschließlich der Häfen systematisch zerstört. Die deutschen Truppen haben verbrannte Erde zurückgelassen, sowie die russischen, um den deutschen Truppen keine Entfaltungsmöglichkeit zu geben nach dem Einmarsch damals in der Sowjetunion. Die arbeitsfähige Bevölkerung ist dezimiert, fast jeder zehnte Grieche hat sein Leben verloren. 1952 wird Griechenland NATO-Mitglied, 1962 assoziiertes Mitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG, 1981 erfolgt der Beitritt zur Europäischen Union, zur EU, 2001 die Einführung des Euro. Auf all das wird Carlo jetzt wesentlich detaillierter eingehen. Hier nur die Stichworte. 1952 erhält Griechenland eine neue Verfassung, in der die konstitutionelle Monarchie festgeschrieben wird. Legislative und Exekutive liegen beim König bzw. beim Parlament. Eine innenpolitische Krise, ausgelöst durch die Furcht vor einer möglichen Ablösung des Königshauses durch Errichtung einer parlamentarischen Demokratie, führt 1967 unter dem Vorwand einer kommunistischen Machtübernahme zuvorkommen zu müssen, zum Putsch der Obristen unter Führung von Yorgos Papadopoulos. Wieder werden Zehntausende verhaftet und interniert, viele kommen um, die meisten Lager aus der Zeit des Weltkriegs und des Bürgerkriegs sind noch intakt. Unter den inhaftierten Kommunisten, Gewerkschaftern, kritischen Intellektuellen und Künstlern wie Yannis Vitsos und Mikis Theodorakis, die sind wieder dabei und ihre Kompositionen bzw. Dichtungen werden verboten. 1974 hat die militärische Führung abgewirtschaftet, der König wird abgesetzt, Griechenland wird präsidiale Republik, die konservative Partei Nea Dimokratia, ND, unter Führung von Karamanlis damals, heute wieder an der Macht, erhält die Mehrheit der Stimmen bei den ersten freien Wahlen seit 7 Jahren.
Aufgrund des Zypern-Konflikts, Besetzung des Nordteils der Insel durch die türkische Armee im gleichen Jahr 1974, tritt Griechenland aus der NATO, 1980 leider wieder ein. In den 80er und 90er Jahren, gelegentlich bis heute, immer wieder Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei. Auslöser ist nicht nur die inzwischen geteilte Insel Zypern, es geht auch um Erdölvorkommen im Ägäischen Meer. Dann der Bürgerkrieg in Jugoslawien, das Eingreifen der NATO sorgen Ende der 90er Jahre für erneuten Konfliktstoff, nicht nur weil ein erheblicher Teil der Griechen sich auf Seiten Serbiens positioniert. Als wir damals während des Krieges in Serbien waren, waren außer uns die einzigen Fahrzeuge auf den Straßen griechische LKWs, oben auf die Dächer riesengroß bemalt, immer mit der griechischen Fahne, deutlich sichtbar für die Flugzeuge da oben. Und sie haben sie auch nicht angegriffen. Aber das mit Missfallen zur Kenntnis genommen. Carlo wird darauf gleich noch eingehen. Infolge dieses Krieges mit der Zerschlagung Jugoslawiens, dem ersten Angriffskrieg Deutschlands seit dem Zweiten Weltkrieg, wird seitdem ein Streit geführt über die abgetrennte Republik Mazedonien. Der Nordteil oder Makedonien, der Nordteil Griechenlands, Makedonien genannt, und da vorgelagert im Norden der makedonische Staat, dessen Titel, Bezeichnung die griechische Regierung bis heute nicht anerkennt, da wird gestritten und verhandelt. 1981 wird der Sozialist Andreas Papandreou von der panhellenistischen sozialistischen Bewegung PASOK neuer griechischer Regierungschef. Er bleibt bestimmt bis zu seinem Tod 1996 in der politischen Landschaft Griechenlands. Seitdem ein Wechsel PASOK-ND bei, man kann sagen, in etwa gleicher Politik, nicht viel anders als bei uns die Regierungen wechseln. Manchmal wird es sogar schlimmer, wenn die Sozialdemokraten rankommen. Wir erinnern uns, auch der Krieg wurde von der SPD losgetreten, mit heftiger Unterstützung der Grünen, bis zum offenen Ausbruch der bis dahin nur schwelenden wirtschaftlichen Krise um 2009. Kurz noch ein paar Worte zu den griechischen Staatspleiten. Griechenland ist zum ersten Mal pleite bei der Staatsgründung. Der Grund, der Krieg gegen das Osmanische Reich, gegen die heutige Türkei, war mit Kredit finanziert. 800.000 Pfund wurden in London aufgenommen. Gebühren wurden gefordert von den Geldgebern, und zwar in solcher Höhe, dass in Griechenland von den 800.000, für die sie Zinsen zahlen mussten, in voller Höhe, nur 348.000 ankamen. Ich denke, das erinnert an die heutigen Vorgänge. Die Folge war der nächste Staatsbankrott 1843, und Griechenland wird dann ausgeschlossen von den internationalen Kapitalmärkten auf längere Zeit. Es gibt eine Erholung ab 1878 nach einem Kompromiss mit den Gläubigern. 1893 die nächste Pleite, und jetzt kommt etwas, was noch mehr an heute erinnert. Es kommt zu einer Zwangsverwaltung Griechenlands, ökonomischen Zwangsverwaltung durch England, Frankreich und Deutschland. Die Durchführung dieser Zwangsverwaltung scheitert zunächst wegen des Krieges 1896 zwischen Griechenland und dem Osmanischen Reich, des Krieges um Kreta, der ebenfalls mit einer Niederlage Athens endet. Und Bernhard von Bülow, der war damals Staatssekretär im deutschen Auswärtigen Amt, formulierte: Es geht nicht mehr darum, mit Griechenland in eine Diskussion einzutreten, ob das Land nun die Kontrolle akzeptiert oder nicht, sondern nur über die Form, in der diese Kontrolle ausgeübt wird. Der Satz hätte wirklich in den letzten Jahren in Berlin geschrieben worden sein können. Der damalige Grund ist die engere Zusammenarbeit
Zusammenarbeit Griechenland, Türkei, Deutschland, die engere Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Türkei in langsamer Vorbereitung des Ersten Weltkrieges. Und die griechische Regierung muss sich entsprechend beugen. Sie muss Kriegsentschädigung zahlen an die Türkei und die Kontrolle durch eine internationale Finanzkommission akzeptieren. Daraufhin gibt es dann vorübergehend wieder neue Kredite. Die griechische Presse damals, der große Betrug. Genau die Formulierung, die man heute auf Schritt und Tritt hört, wenn man in Athen oder anderen griechischen Orten sich aufhält. Die Kommission bestand aus Vertretern aus England, Frankreich, Italien, Russland, Österreich, Ungarn und wieder aus Deutschland. Einbehalten werden unter anderem die Einnahmen des Hafens Piräus. Heute geht man da sehr viel weiter, darauf kommen wir noch. Die Kommission arbeitet bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Zugang zu internationalen Kapitalmärkten erhält Griechenland erst wieder nach dem Zweiten Weltkrieg und dem darauf folgenden Bürgerkrieg, also 1949. Entschädigungen für die Folgen des deutschen Überfalls und die Besetzung des Landes stehen bis heute aus. Dazu noch 1942 drückten die Nazis dem besetzten Griechenland immense finanzielle Verpflichtungen auf, um die deutsche Besatzung zu finanzieren, auch ihre militärischen und strategischen Vorhaben auf dem Balkan, im Mittelmeerraum und in Nordafrika. Ein großer Teil der griechischen Nahrungsmittelproduktion wird damals für die Verpflegung der deutschen Truppen an der libyschen Front verwendet. Und außer den monatlich zu leistenden Kosten für die deutsche Besetzung des Landes wurde Griechenland zu einer Zwangsanleihe verpflichtet, die zinslos zur Verfügung gestellt werden musste. Bis heute werden seitens Deutschlands weder die Zwangsanleihen zurückgezahlt, ebenfalls keine Reparation. Deshalb hört man immer wieder, die Deutschen sollen erstmal ihre Kriegsschulden an uns bezahlen, bevor sie was von uns wollen. Die Forderung wird immer häufiger erhoben, sie ist auch zweifellos berechtigt. Ob es politisch sinnvoll wäre, sie derzeit zu stellen, wird äußerst kontrovers diskutiert. Zum Beispiel erklärte Dimitris Drouzas, Außenminister Griechenlands, noch im März 2010 gegenüber dem Spiegel: Für uns bleiben die Reparationszahlungen durch Deutschland eine offene Frage. Aber wir bringen sie in keiner Weise mit unseren Bemühungen, den griechischen Staatshaushalt zu sanieren, in Verbindung. Wir hier heute, denke ich, sollten diese Frage nach den Ausführungen von Karl-Heinz Roth diskutieren. Karl-Heinz, dem ich mit folgendem Zitat aus der Welt, das ist vom 24. Februar 2012, mit dem möchte ich dir das Wort übergeben. Das Zitat lautet: Rettungspaket für Griechenland nennt sich das viele hundert Milliarden Euro schwere Programm. So als ginge es darum, den 11 Millionen Griechen etwas Gutes zu tun und sie vor der Verarmung zu bewahren. Als ginge es darum. Die wissen, wo das Geld hingeschoben wird. An die Gläubiger. Es kommt ein entscheidender Satz. Griechenland ist den meisten Politikern, auch in Deutschland, egal. Tatsächlich wird das Geld ausgegeben, um der Eurozone die Zerreißprobe einer unkontrollierten Staatspleite innerhalb der Währungsunion zu ersparen. Im fünften Krisenjahr. Die Krise ist durch die Austeritätspakete der letzten 2,5 Jahre vertieft und zu einer Depression verlängert worden. Es ist zu einer beispiellosen Massenverarmung. Die politische Situation hat sich destabilisiert. Erst im zweiten Wahlgang wurde im Juni des vergangenen Jahres eine neue, von Konservativen geführte Regierung möglich, die die
Sparpakete weiter umsetzt. Die weitere Entwicklung ist völlig offen. Die griechische Krise ist nur die Spitze des Eisbergs der Euro-Krise. Und deshalb sind wir unmittelbar von ihren Auswirkungen betroffen und gut beraten, uns über Alternativen Gedanken zu machen. Die Vorgeschichte dieser Krise reicht bis in die frühen 1980er Jahre zurück. 1981 wurde Griechenland in die europäische Gemeinschaft aufgenommen. 1981 war auch das Jahr des Wahlsiegs der PASOK. Es war ein Jahr der sozialen Reformen und des wohlfahrtsstaatlichen Aufbaus. Es wurden Basislöhne eingeführt, ein Rentensystem etabliert, die Frauenrechte gestärkt, Gesundheitszentren gegründet. Es war eine stabile Entwicklung möglich, denn Griechenland war zwar gegenüber der Kernzone der Europäischen Gemeinschaft auch damals nicht wettbewerbsfähig, aber es verfügte über seine eigene Nationalwährung und es konnte sie entsprechend abwerten. Allein zwischen 1979 und 1992 wurde die Drachme um insgesamt 86% abgewertet. Entsprechend wurden die Exporte in die europäische Kernzone verbilligt und die Importe aus ihr verteuert. Diese stabile Situation änderte sich im Verlauf des Jahres 1992, als Griechenland sich den sogenannten Konvergenzkriterien des Maastricht-Vertrags anschloss und seine Zinssätze, die Obergrenze der Staatsverschuldung und so weiter an europäische Normen anpasste. Nun war es nur noch begrenzt möglich, die Wettbewerbsnachteile durch die Abwertung der Währung auszugleichen. Es kam zu einer schleichenden Deindustrialisierung. Erste Ansätze einer strukturellen Arbeitslosigkeit entwickelten sich, aber die griechischen Gewerkschaften waren stark genug, um einen Durchbruch der Restriktionspolitik wie in den übrigen Ländern der Eurozone, in der Europäischen Union in den 1990er Jahren zu verhindern. Allerdings wuchs schon damals die Staatsverschuldung. Im Jahr 2001 wurde Griechenland in die Eurozone aufgenommen. Obwohl es den Konvergenzkriterien des Maastricht-Vertrags nicht entsprach, drückten alle Beteiligten beide Augen zu. Die Gründe dafür waren geostrategischer und tagespolitischer Natur. Griechenland ist die südliche Klassikzone des Balkans. Und nach dem Jugoslawienkrieg war der Balkan in viele ethnische Kleinstaaten zerstückelt worden und wartete auf seine Integration in die Europäische Union. Es war also klar, dass Griechenland eine außerordentliche strategische Bedeutung für diesen Integrationsprozess hatte. Hinzu kamen tagespolitische Gründe. Der oberste griechische Gerichtshof hatte gerade dem Begehren von Überlebenden, der Angehörigen von Ermordeten aus der deutschen Besatzungsherrschaft, deutsche Entschädigungsleistungen zugesprochen. Die griechische Regierung suspendierte dieses Urteil und im Gegenzug erklärte sich die deutsche Regierung unter Gerhard Schröder bereit, Griechenland in die Eurozone aufzunehmen. Von diesem Augenblick an hatten die herrschenden Eliten aus Wirtschaft und Politik Zugang zu einer harten Währung und zu sehr billigen Krediten. Es kam zu massiven Kapitalimporten aus der europäischen Kernzone, und zwar einer intensiven Kapitalverflechtung. Ein neuer Wirtschaftsboom wurde in Gang gesetzt. Er basierte vor allem auf Infrastrukturinvestitionen und Investitionen im Rüstungssektor. Die jährliche Wirtschaftsleistung stieg zwischen 2001 und 2007 um Prozentpunkte zwischen 3,7 und 5,2%. Die Gewinner dieses Booms sind leicht auszumachen. Es waren erstens die griechischen Finanzdynastien, die großen Familien im Reedereikapital, in der Bauindustrie und im Bankensektor.
Es waren zweitens die führenden Großkonzerne aus Deutschland und Frankreich, vor allem im Bereich der Bauindustrie, der Investitionsgüterindustrie und des Rüstungssektors. Und es war drittens die politische Klasse Griechenlands, die sich, wie Rolf vorhin dargestellt hat, seit Jahrzehnten die Bälle zuspielt und ein sehr weit entwickeltes politisches Patronagesystem unterhält, das sie mit den Korruptionsgeldern aus den Infrastrukturinvestitionen entsprechend unterhalten konnte. Trotzdem hatte dieser Boom auch seine Schattenseiten. Es war nun überhaupt nicht mehr möglich, die gesunkene Wettbewerbsfähigkeit durch währungspolitische Maßnahmen auszugleichen. Die Exporte schrumpften weiter. Die Leistungsbilanz drehte dauerhaft ins Minus und es entstand eine erhebliche Staatsverschuldung. Auch die strukturelle Arbeitslosigkeit, vor allem bei den Jugendlichen, nahm zu. Die Sozialwissenschaftler sprachen in diesen Jahren vom Aufkommen einer 700-Euro-Generation. Die Weltwirtschaftskrise von 2008 legte die strukturellen Defizite in Griechenland schonungslos los. Die Umsätze des Logistiksektors schrumpften um 25%, im Tourismusbereich 20% und die Banken kollabierten wie in vielen anderen europäischen Ländern auch. Die Exporte treten noch weiter ins Minus, die Zahlungsbilanzdefizite stiegen weiter an. Der Prozess der Entindustrialisierung beschleunigte sich. Es entstand eine Massenerwerbslosigkeit von 10% durchschnittlich. Bei den Jugendlichen stieg sie schon auf 30%. Da die Staatseinnahmen zurückgingen und die Sozialausgaben entsprechend krisenbedingt anstiegen, kam es zu einem weiteren Anstieg der Staatsverschuldung. Im Oktober 2009 wurde die PASOK erneut an die politischen Schaltflügel gewählt. In dieser Situation war es nicht mehr möglich, die tatsächliche Lage zu verschleiern. Die Bücher mussten offengelegt werden und es wurde bekannt, dass die jährliche Neuverschuldung des Staatshaushalts inzwischen auf 13% der Wirtschaftsleistung angestiegen war. Die Gesamtverschuldung hatte ein Volumen von 140% der Wirtschaftsleistung erreicht. In dieser Situation hatte die Regierung Papandreou nur noch zwei Möglichkeiten. Sie konnte entweder den Zahlungsstopp verkünden und mit den Gläubigern über ein Schuldenmoratorium und einen Schuldenschnitt verhandeln, oder aber sie konnte versuchen, öffentliche Darlehen zur Stützung ihrer Situation aufzunehmen, denn auf den internationalen Kapitalmärkten konnte sie keine Darlehen mehr aufnehmen. Wie wir wissen, hat sich das Team von Yorgos Papandreou für die zweite Option entschieden. Sie haben sich an die Europäische Union, an die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank gewandt und um öffentliche Darlehen gebeten. Diese beiden Institutionen holten den Internationalen Währungsfonds mit ins Boot und es entstand die Troika. Im Frühjahr 2010 begann die Ära der Sparpakete und der Darlehensprogramme. Die Troika stellte insgesamt Darlehenspakete im Umfang von 240 Milliarden Euro in Aussicht. Davon sind bis jetzt genau 148 Milliarden Euro nach Athen überwiesen worden. Zusätzlich wurde im Februar 2012 ein Schuldenschnitt seitens der privaten Gläubiger der griechischen Staatsanleihen, ein sehr begrenzter Schuldenschnitt, vereinbart. Ich werde nachher noch genauer darauf eingehen. Gleichzeitig wurden vier Sparpakete verabschiedet und durch das Parlament gepeitscht. Sie radikalisierten sich von Stufe zu Stufe und führten schließlich zur Zerstörung aller sozialen Sicherungssysteme in Griechenland. Mai 2010 das erste, im Juli 2011 das zweite, es wurde dann im Oktober 2011 noch einmal revidiert, im Februar 2012 das dritte und schließlich jetzt im November nach monatelangen Verhandlungen das vierte Sparpaket. Die Folgen
sind heute deutlich übersehbar. Es kam zusätzlich zu den Krisenfolgen, zu Massenentlassungen, vor allem im öffentlichen Sektor. Die Löhne und Rentenbezüge wurden um durchschnittlich 30-40% abgesenkt. Die Arbeitslosengelder, die maximal ein Jahr gezahlt werden, haben einen Durchschnitt von 400 € pro Monat erreicht. Das Bildungswesen ist weitgehend abgebaut worden und das Gesundheitswesen ist aufgrund des Ruins der Sozialkassen praktisch zerstört. Zusätzlich wurden durch die 4 Sparpakete massive Steuererhöhungen durchgesetzt. Zum Beispiel wurde die Mehrwertsteuer auf 23% erhöht. Es wurden Sondersteuern auf Immobilien und andere Positionen eingeführt. Und die Sozialabgaben wurden in der ganzen Bandbreite gesteigert, obwohl die Sozialleistungen selbst ständig zurückgefahren wurden. Darüber hinaus wurde ein gigantisches Privatisierungsprogramm aufgelegt. Innerhalb von 3 Jahren sollen öffentliche Güter im Wert von 50 Milliarden € privatisiert werden. In einem ersten Zwischenfazit können wir festhalten, dass diese extreme Art der Übertragung der Schuldenlasten auf die Arbeiterklasse und die unteren Mittelschichten historisch wahrscheinlich einmalig ist. Diejenigen, die die Krise verschuldet haben, die durch ihre gigantischen und weitgehend sinnlosen Infrastrukturinvestitionen zu einer massiven Staatsverschuldung beigetragen haben, sind verschont worden. Die Oberschichten und die Finanzoligarchie Griechenlands konnten ihre in Griechenland gehaltenen Vermögen im Umfang von 140-160 Milliarden € völlig unangefochten seit Krisenbeginn ins Ausland bringen. Sie haben gleichzeitig systematische Steuerhinterziehungen praktiziert und trotz vieler Ankündigungen dagegen vorzugehen, ist bis jetzt nichts unternommen worden. Inzwischen befindet sich Griechenland am Beginn des 6. Krisenjahres. Die wöchentlichen Nachrichten über die Wirtschaftslage überschlagen sich und sie werden immer düsterer. Die Wirtschaftsleistung ist seit Krisenbeginn um 25% zurückgegangen. Die Investitionen wurden um 39% zurückgefahren. Die Massenerwerbslosigkeit hat inzwischen einen Durchschnitt von 26% erreicht. Bei den Jugendlichen erreicht sie inzwischen die 60%-Grenze. Die Masseneinkommen der durchschnittlichen Arbeiterhaushalte und Rentenbezieher haben sich halbiert. Der Massenkonsum ist um über ein Drittel eingebrochen. Die Einzelhandelsumsätze in den griechischen Großstädten sind um über 45% geschrumpft. Parallel dazu entwickelt sich der Absturz der Gesellschaft. 30% der Bevölkerung sind nicht mehr in der Lage, ihre Mieten zu bezahlen, ihre Hypotheken zu entrichten, Heizöl für den Winter anzuschaffen und ihre Stromrechnung zu begleichen. Sie leben unter dem offiziellen Armutslevel. Inzwischen sind etwa 40.000 bis 50.000 Menschen obdachlos und Wohlfahrtsorganisationen und Kirchengemeinden geben täglich bis zu 250.000 Essensrationen aus. Das Gesundheitswesen ist faktisch zusammengebrochen. Erwerbslose, die nach dem Verlust ihrer Arbeitslosenbezüge auch aus der Krankenversicherung ausgesteuert werden, sind in einer extrem prekären Lage gelandet. Werden bei ihnen Krebserkrankungen festgestellt, so wird dies einfach ignoriert. Chronisch Kranke sterben vorzeitig ab, denn sie sind nicht mehr in der Lage, ihre Medikamente zu beschaffen, die nur noch per Cash durch direkte Barzahlung zu erhalten sind. In der griechischen Gesellschaft hat krisenbedingt eine umfassende Wanderungsbewegung eingesetzt. 80% aller Jugendlichen sind inzwischen in ihre elterlichen Familienhaushalte zurückgekehrt. Die Menschen aus den Unterschichten in den griechischen Agglomerationszentren um Athen, Thessaloniki und Iraklion nach Kreta
beginnen, in die ländlichen Gebiete zurückzuwandern. Die Jugendlichen, vor allem die Hochqualifizierten, wandern aus in die Vereinigten Staaten, in die Kernzone der Europäischen Union, aber auch in die Arabischen Emirate. Wir dürfen auch die soziale Demoralisierung nicht verschweigen, die inzwischen in Griechenland eingesetzt hat. Die Zahl der psychischen Erkrankungen hat dramatisch zugenommen. Immer mehr Menschen, vor allem Männer aus den unteren Mittelschichten, töten sich selbst. Die Suizidziffern haben sich mehr als verdoppelt. Kleinkriminalität, Prostitution und Drogenkonsum breiten sich weit über die Armenviertel hinaus aus. Das ist eine dramatische Entwicklung, wenn wir bedenken, dass Griechenland hinsichtlich der Kriminalitäts- und Suizidziffern an der untersten Stufe der Europäischen Union gestanden hatte. Hinzu kommt das Massenelend der Flüchtlinge und Migrantinnen und Migranten. 800.000 von ihnen sind registriert, 350.000 haben keine Papiere. Neofaschistische Schlägertrupps organisieren unter dem Schutz des sicherheitspolizeilichen Apparats inzwischen exzessive Gewaltakte gegen diese Migrantinnen und Flüchtlinge. Eine bedrohliche Entwicklung im rechten Lager hat eingesetzt. Es ist eine neofaschistische Partei, Risi Avji, Goldene Morgenröte, entstanden. Sie wird von einem ehemaligen Armeeoffizier geleitet und zunehmend von Teilen der konservativen Eliten und der orthodoxen Kirche und des sicherheitspolizeilichen Apparats unterstützt. Ich komme zu einer Zwischenbilanz. Die Sparpakete der Troika sind gescheitert. Trotzdem hat von den verantwortlichen Akteuren in der griechischen Regierung, in der EU und im Internationalen Währungsfonds niemand versucht, das Konzept zu revidieren. Die Zielvorgaben sind nur immer der sich verschlimmernden Krisenspirale angepasst worden. Wie ist diese Mischung aus wirtschaftsdoktrinärer Verhaltensweise, aus zynischer Übertragung der Krisenfolgen auf die Arbeiterklasse und die unteren Mittelschichten und chaotischem Handeln zu erklären? Ich möchte auf 5 besonders wichtige Punkte hinweisen. Den ersten möchte ich als Mysterium der instrumentellen Vernunft, als Absurdität der instrumentellen Vernunft zeichnen. Damit meine ich die Aktivitäten des Internationalen Währungsfonds-Teams innerhalb der Troika. Es betreibt eine kompromisslose Politik der Haushaltssanierung und der Strukturkonsolidierung, um zu verhindern, dass die privaten und öffentlichen Gläubiger in Schuldenmoratorien und Umschuldungsverhandlungen einbezogen und auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten. Das Ganze hat eine Vorgeschichte. Es erinnert an die sogenannten Strukturanpassungsprogramme des Internationalen Währungsfonds gegenüber dem globalen Süden in den 1980er Jahren, die dann in den 1990er Jahren nach dem Kollaps des Sowjetblocks entsprechend verfeinert worden sind. Die Akteure dieses Teams des Internationalen Währungsfonds repräsentieren persönlich diese Erfahrung. Hinzu kommen die radikalisierenden Maßnahmen der beiden Teams, der Europäischen Zentralbank und der EU-Kommission, die übrigens beide von Deutschen geleitet werden. Sie zielen zum einen darauf ab, die Staatsausgaben radikal zu senken, indem sie den Sozialabbau vorantreiben und die Löhne kürzen. Ihr Ziel ist also eine allgemeine Senkung der Preise, der Deflation und der Lohnkosten. Dem steht ein Konzept der radikalen Steigerung der Staatseinnahmen durch Steuererhöhung, Sondersteuern, Erhöhung der Sozialabgaben usw. zur Seite. Und dadurch wird, darüber wird öffentlich nicht gesprochen, aber es ist so, ein massiver Prozess der Preissteigerung gerade für die Unterklassen in Gang gesetzt, also ein Prozess der Inflation. Die Arbeiterklasse und die unteren Mittelschichten sind in einer Schere zwischen Deflation und Inflation gefangen. Wir sind mit einer Situation konfrontiert,
in der die Unterklassen einer ganzen Volkswirtschaft systematisch und kollektiv über das Regulationssystem, also über den Staatshaushalt, ausgebeutet werden, um die privaten und öffentlichen Gläubiger zu bedienen. Ein weiterer wichtiger Punkt bezieht sich auf die Umschuldungsvorgänge vom Februar 2012. Im Februar 2012 haben die privaten Gläubiger formal auf Ansprüche aus 53,5% der von ihnen gehaltenen nominellen Anleihen, Staatsanleihen verzichtet. Das sind genau 107 Milliarden Euro. Wenn man genauer hinschaut, sieht man sofort, dass es sich um eine Fiktion handelt. Zum einen hat die EU-Kommission den privaten Gläubigern einen Vorzugskredit von 30 Milliarden Euro eingeräumt, der von der griechischen Staatskasse zu bezahlen ist. Zum anderen hat sie Verzugszinsen im Umfang von 5,5 Milliarden Euro übernommen. Noch wichtiger aber ist, dass die privaten Gläubiger die griechischen Staatsanleihen weit unter ihrem Nominalwert von 100% aufgekauft hatten, das heißt zu Marktpreisen bis zu einem Drittel des Nominalwerts. Ich habe das genau durchgerechnet und festgestellt, dass allenfalls 16% des Nominalwerts der griechischen Staatsanleihen, die von Privaten gehalten wurden, abgeschrieben worden sind. Es kam also zu einer Entlastung von noch nicht einmal 9% des Staatshaushalts. Ein weiterer für die mittelfristige Perspektive wichtiger Punkt ist die Verhöhnung der Demokratie, mit der wir in der Auseinandersetzung mit der griechischen Schuldenkrise konfrontiert sind. Schon die ersten Austeritätsprogramme wurden in einem Eiltempo durch das griechische Parlament gepeitscht, wobei massenweise verfassungsrechtliche Normen beiseite geschoben wurden. Im Oktober 2011 wurde eine Technokratenregierung unter Lukas Papadimos eingerichtet, die überhaupt keine politische Legitimation hatte und das radikalste Sparpaket vom Februar 2012 durchgezogen hat. Die Darlehenssummen, die von der Troika nach Athen überwiesen werden, gehen keineswegs an die griechische Regierung, sondern auf ein Sperrkonto des griechischen Finanzministeriums. Das heißt, die Regierung hat auch die Souveränität über ihren Haushalt verloren. Hinzu kommt, dass die ohnehin im griechischen Parlamentarismus angelegten autoritären Strukturen verstärkt wurden. Das heißt, die Verfügungsgewalt und die Machtposition der Parteiführer und ihrer Satrapen ist weiter gestärkt worden. Ein für uns besonders wichtiger Punkt ist meines Erachtens die Frage nach der deutschen Härte und den deutschen historischen Hypotheken. Es ist unbezweifelbar, dass vor allem die deutsche Regierung hinter dem rigorosen und kompromisslosen Vorgehen der Troika steht. Wie ist diese Härte zu erklären? Dazu gibt es zwei Interpretationen. Die eine besagt, dass die deutschen Eliten nach Jahrzehnten der Zurückhaltung endlich einmal wieder Flagge zeigen sollen und eine Taktik entwickelt haben, um gegenüber Griechenland und den übrigen Peripherieländern der Eurozone ihre eigene Niedriglohn- und Restriktionspolitik beschleunigt durchzusetzen. Immer wenn dieses Vorgehen an die Wand zu fahren droht, werden dann minimale Notoperationen durchgeführt. Die zweite Hypothese besagt, dass die deutsche Europapolitik am Beispiel Griechenland an ihre Grenze gestoßen sei. Wahrscheinlich sind beide Interpretationen gleichzeitig. Ich komme damit zu einem Vergleich der Entwicklung in Griechenland mit den übrigen Peripherieländern der Eurozone, das heißt zu einer kurzen thematischen Erweiterung, denn es ist völlig klar, dass die übrigen Peripherieländer, Irland, Italien, Portugal, Slowenien, Spanien und Zypern, inzwischen in einer ähnlichen Situation wie Griechenland befinden, in einer schweren Krise also, die durch die Austeritätspakete weiter verschärft wird. Dabei gibt es, was die Vorgeschichte betrifft,
einige wichtige Unterschiede. Der wichtigste Unterschied besteht darin, dass die übrigen Peripherieländer, übrigens auch die Länder Osteuropas, als sie in die EU aufgenommen wurden, mit der Aufnahme in die Eurozone plötzlich eine harte Währung und sehr billige Kredite zur Verfügung haben. Aber im Gegensatz zu Griechenland gingen diese Kredite nicht in Infrastrukturinvestitionen, sondern sie wurden vor allem von den Unternehmen und den privaten Haushalten aufgenommen. Der Grund dafür ist einleuchtend. In diesen Ländern war, was die EU-Mitgliedschaft betrifft, zunächst schon seit den 1980er Jahren ein harter Restriktionskurs gefahren worden. Die übrigen osteuropäischen Länder waren nach dem Untergang des Sowjetblocks in einem totalen wirtschaftlichen Ruin und in einer Massenverarmung gelandet. Die Unterklassen, die Arbeiterklasse und die unteren Mittelschichten waren in dieser Situation ebenfalls in der Lage, ihre massiven Einkommensverluste aus den Jahrzehnten davor durch Kreditaufnahme, also Konsumentenkredite, Häuserkredite und so weiter, auszugleichen. Dann platzte 2008 die Immobilienblase, Banken brachen zusammen, es kam zur Massenerwerbslosigkeit, zur Zwangsräumung aus den Häusern, eine Krisenspirale entwickelte sich, die in diesen Ländern inzwischen fast genauso weit und so radikal vorangekommen ist wie in Griechenland. Es gibt aber auch wesentliche Gemeinsamkeiten. Wie Griechenland waren die übrigen Peripherieländer einer Situation ausgesetzt, in der die Länder der Kernzone, vor allem Deutschland, aufgrund ihrer schon seit über 20 Jahren praktizierten Niedriglohn- und Sozialabbaupolitik extrem verbilligte Exporte in die europäische Peripherie verdienen konnten. Die Lohnstückkosten haben inzwischen eine Differenz, und zwar bis zum Beginn der Krise von etwa 25%, krisenbedingt inzwischen von etwa 30-40% erreicht. Das heißt, alle Peripherieländer waren einem Lohn- und Exportdumping aus der Kernzone ausgesetzt. Sie wurden schrittweise entindustrialisiert und sie waren nicht in der Lage, als die Krise losbrach, Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen, wie sie beispielsweise in der Kernzone möglich geworden sind. Griechenland ist trotzdem für die übrigen Peripherieländer zu einem Experimentierfeld geworden. Alle Praktiken der Troika werden laufend auf die übrigen Peripherieländer übertragen. Und es kommt aufgrund dieser Entwicklung zu einer weiteren Vertiefung der wirtschaftlichen Ungleichgewichte zwischen Kern und Peripherie. Und das ist die Ursache für die zweite Rezession, in die die gesamte Eurozone und die Europäische Union inzwischen eingetreten ist. Ich komme damit zu einem letzten Punkt, zur Frage des Austritts oder des Rauswurfs Griechenland aus der Eurozone. Die Massenmedien der europäischen Kernzone spekulieren seit dem ersten Austeritätsprogramm, also seit Mai 2010, auf den Austritt oder Rauswurf Griechenlands und übrigens auch der übrigen Peripherieländer aus der Eurozone. Eine Rolle bei der Absicherung dieses harten Sparkurses gegenüber der breiten Bevölkerung, auch in den übrigen Ländern, vor allem der Kernzone. Die Medien haben seit 2010 eine systematische Politik der Desinformation und Nichtinformation. Sie haben beispielsweise die Mitglieder der Troika als unsere Jungs in Athen gefeiert, ohne über ihre wirklichen Praktiken zu berichten. Und sie haben andere Vorgänge, wie beispielsweise die Umschuldungsverhandlungen, vollkommen verschleiert. Das alles ist nicht neu. Neu ist aber, dass die griechische Bevölkerung en bloc als Stereotyp abgewertet und ausgegrenzt worden ist. Es wurden also sozialrassistische Argumentationsmuster eingeführt. Wir erinnern uns aus den Schlagzeilen, die Griechen sind faul, korrupt, zahlen keine Steuern und wollen sich auf unsere Kosten messen. Dabei arbeiten die griechischen Arbeiterinnen und Arbeiter härter und länger, wenn auch nicht produktiver
Das heißt also, die Steuerverschleierung und Steuerhinterziehung ist auch in Griechenland vor allem ein Phänomen der oberen Mittelschichten und der Finanzoligarchie. Aus Griechenland sind seit den Darlehenspaketen, seit der Verabschiedung der Darlehenspakete, Extra-Profite über die europäischen Zentralbanken abgeführt worden. Kein einziger Cent ist in Griechenland investiert worden. Das ist eine gravierende Situation und sie wird noch dadurch erschwert, dass sozialrassistische Argumentationsmuster teilweise an Existenzängste anknüpfen. Auch da erinnern wir uns, die Griechen beziehen Luxusrenten und gefährden unsere eigenen Altersbezüge. Als ob die Griechen und nicht die deutschen Regierungsentscheide der letzten 15 Jahre zum Weg vieler deutscher älterer Arbeiterinnen und Arbeiter, Lohnabhängiger und Erwerbsloser in die Altersarmut geführt hätten. Was würde passieren, wenn Griechenland aus der Eurozone austrete oder ausgeschlossen würde? Darüber gibt es interne Untersuchungen. Aus ihnen geht hervor, dass die Massenerwerbslosigkeit schlagartig um weitere 30% zunehmen würde, dass die Wirtschaftsleistung um weitere 35% absinken würde und dass es innerhalb eines Jahres nach der Wiedereinführung der Drachme zu einer Hyperinflation im Umfang von 65% kommen würde. Das heißt, keine griechische Regierung wäre mehr in der Lage, Devisen zu mobilisieren, um Medikamente, Rohstoffe und Lebensmittel zu importieren. Griechenland würde in der Tat in den Status eines Entwicklungslands mit einer lang anhaltenden Massenverarmung zurückfallen. Was würde geschehen, wenn dieser Prozess sich auf die übrigen Peripherieländer übertragen würde? Auch darüber gibt es inzwischen Untersuchungen und sie besagen, dass die Auswirkungen ähnlich wären wie in Griechenland. Von den Experten wird auch bezweifelt, dass die Bestrebungen der Europäischen Zentralbank und des sogenannten Europäischen Rettungsschirms den Dominoeffekt durch massive Kompensationsleistungen aufzuhalten, wahrscheinlich scheitern würden. Und schließlich ist inzwischen auch bekannt, welche Szenarien für die Kernländer der Eurozone im Fall eines Austritts oder Ausschlusses zu erwarten wären. Es ist völlig klar, dass die unmittelbaren Risiken zwar durch ihre Verlagerung in den öffentlichen Sektor beherrschbar geworden sind, aber sie sind immerhin noch sehr groß und sie würden zu einer Vertiefung der Rezession führen. Außerdem käme es zu einer Kapitalflucht aus Europa, zu einer drastischen Abwertung des Euro und zu einer neuen Spirale der Massenerwerbslosigkeit, auch in den Kernländern der Eurozone. Insidern ist bekannt, dass niemand in der Troika und auch niemand in der deutschen Regierung jemals ernsthaft an einen Rauswurf Griechenlands aus der Eurozone gedacht hat und auch denkt. Der Rauswurf oder Austritt wurde immer nur als Drohungsszenario benutzt, um die Sparpakete in Griechenland durchzusetzen und die eigene nationalkonservative Opposition, beispielsweise in Finnland, Niederlanden oder auch in Deutschland, unter Kontrolle zu halten. Die Gründe dafür sind sehr einleuchtend. Zum einen geht es wieder um geostrategische und militärische Aspekte. Würde Griechenland aus der Eurozone und dann auch noch aus der EU ausgeschlossen, dann wäre die Südflanke der NATO, das Sprungbrett in den Nahen und Mittleren Osten bis nach Afghanistan, in Gefahr. Und außerdem wäre es der chinesisch-russischen Konkurrenz möglich, einen stabilen und dauerhaften Logistikvorposten innerhalb Europas zu etablieren. Es gibt aber auch noch ganz massive materielle und ökonomische Eigeninteressen. Die Troika hat zwar inzwischen 148 Milliarden Euro auf das Sperrkonto in Griechenland in Athen überwiesen. Der größte Teil dieser Beträge geht aber innerhalb weniger Tage und Wochen wieder in die EU-Kommission, die Europäische Zentralbank und teilweise auch den Internationalen Währungsfonds zurück. Denn damit werden Zinsen und
und Tilgungsansprüche und zwar zum hundertprozentigen Nominalwert bedient. Das heißt, die Troika zieht aus Griechenland bis heute laufend Extraprofite. Das soll erst jetzt im Laufe des Jahres 2013 geändert werden. Ich denke, das ist eine besonders zynische und extreme Konstellation, gegen die wir unbedingt etwas unternehmen sollten. Was die Troika und die hinter ihr stehenden Regierungen letztlich bezwecken, können wir ersehen, wenn wir einen Blick auf den Kosten griechischen Hafen auf Piräus werfen. Im Jahr 2010 hat der chinesische Logistikkonzern COSCO die Hälfte des Containerhafens in Piräus für 500 Millionen Euro gepachtet. Er hat massiv investiert und er hat das Arbeitsregime drastisch verändert. Die Arbeitsgruppen an den Containerbrücken sind von 9 auf 4 Mann reduziert worden. Es ist ein Dreischichtenbetrieb rund um die Uhr eingeführt worden. Die Löhne sind auf ein Drittel gesenkt worden. Gewerkschaften sind im COSCO-Betrieb verboten. Als kürzlich eine Gruppe von Arbeitern ein Komitee gründete, um gegen die lebensgefährlich gewordenen Arbeitsbedingungen vorzugehen, wurden die beteiligten Arbeiter entlassen. Wenn die Arbeiterinnen und Arbeiter der europäischen Kernzone diese Entwicklung weiterhin kampflos hinnehmen, wenn sie keine Solidarität und eigene Kampfform entwickeln, dann sollten sie sich nicht wundern, wenn in wenigen Jahren dieses weiter verschärfte Arbeitsregime in Griechenland auch in ihren eigenen Ländern durchgesetzt wird. Vielen Dank. Zweitens die ökonomische Entwicklung, dann die soziale Lage, die Frage, was ist mit den griechischen Gewerkschaften und dann die Frage vor allen Dingen, was ist mit den faschistischen Bewegungen und die Frage nach dem Ausland. Ich kann einiges weglassen, weil Karl-Heinz das schon dargestellt hat. Die erste Aktion der Reisegruppe, mit der wir im September in Griechenland waren, die führte uns am 16. September, das war der erste Tag, unserer Ankunft, nach Kessariani, der Athener Gedenkstätte für die Opfer der deutschen Wehrmacht. Die Reisegruppe hatte sich zusammengefunden aus verschiedenen Betrieben, aus verschiedenen Gewerkschaften in der Bundesrepublik, in Österreich, in Schweiz, Serbien und Spanien. Das war sozusagen die internationale Reisegruppe, wir waren insgesamt 16 und alle kamen aus unterschiedlichen politischen Zusammenhängen. Es ist im Nachhinein erstaunlich, wie sehr wir durch diese Reise politische Differenzen einfach aufgrund der konkreten Erfahrungen ausgleichen können. Ich lese kurz vor aus einem Redebeitrag. Er war auch gerichtet an Manolis Glesos auf dieser Gedenkstätte. Der Manolis Glesos, der hat 1941, wenige Wochen nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Athen, die Hakenkreuzfahne runtergeholt von der Akropolis mit einem Genossen zusammen. Und er war jetzt gekommen, um unsere Gruppe zu begrüßen. Aus unserem Grußwort nur auszugsweise, was uns verbindet, ist die Überzeugung, dass es notwendig ist, euch ein kleines Zeichen der Solidarität zu geben, ein Zeichen der Verbundenheit im Widerstand von unten gegen die zunehmenden Angriffe von oben, die zur Ausplünderung und Verelendung ganzer Völker führen, ein Zeichen im Bemühen um ein politisch vereinigtes, friedliches und soziales Europa seiner arbeitenden und derzeit arbeitslosen Bevölkerungen statt eines Europas unter dem Diktat des Kapitals. Unser erster Weg führt uns hierher nach Kessariani, weil wir es für unumgänglich halten, dass Deutschland unter welcher Regierung auch immer endlich der Verantwortung gerecht zu werden hat, die sich aus der Geschichte
unserer beiden Länder ergibt. 1941 hat die Wehrmacht des faschistischen Deutschlands Griechenland überfallen. Widerstand wurde mit Terrormaßnahmen niedergeschlagen. Ganze Ortschaften wurden ausgelöscht. Die im Lande erzeugten Lebensmittel wurden beschlagnahmt und zur Ernährung der deutschen Armeen auf dem Balkan und in Nordafrika verwendet. Die Menschen hier in Athen hungerten und verhungerten. Josef Goebbels notierte im Winter 1941-42 in sein Tagebuch: Hunger ist zu einer endemischen Krankheit geworden. Leute sterben aus Erschöpfung zu Tausenden in den Straßen Athens. Kunstschätze wurden geraubt und ins Reich geschafft und so weiter. Für all das hat es keinen Ausgleich gegeben. Selbst die Tatsachen bleiben der deutschen Bevölkerung weitestgehend vorenthalten. Am 24. Juni 1987 erklärte der damalige deutsche Bundespräsident Richard von Weizsäcker hier an dieser Stelle, also in Kesariani: Diese Gedenkstätte ist unlösbar mit der Geschichte Ihres und meines Volkes verknüpft. Kein Mensch, zumal kein Deutscher, kann hier stehen, ohne von der Botschaft dieses Ortes tief berührt zu sein. Seine Worte blieben ohne Konsequenz für die seit hier in Deutschland Regierung. Hier in Kesariani, der in Griechenland Altar der Freiheit genannten Städte, im Schießstand der deutschen Wehrmacht, wurden von 1941 bis 1944 600 Griechen ermordet, die nicht bereit waren, sich dem deutschen Besatzungsregime zu unterwerfen. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, das musste auch hier am 1. Mai 1944 eine Gruppe von 200 kommunistischen Häftlingen aus dem nahegelegenen KZ Chailali erfahren, sowie zuvor am 5. September 1943 8 jugendliche Widerstandskämpfer, unter ihnen der erst 14 Jahre alte Andreas Nikolinos, der vor seiner Hinrichtung noch gefoltert worden war. Vom Wehrmachts-LKW, mit dem er durch Athen hierher transportiert wurde, warf er einen Zettel mit den Namen der 7 mit ihm Exekutierten: Papa, Sie bringen mich nach Kesariani zur Hinrichtung, zusammen mit 7 anderen, hier folgen die Namen. Ich bitte dich sehr, verständige Ihre Familien, betrübe dich nicht. Ich sterbe für die Freiheit und das Vaterland. Andreas. Die Abschiedszeilen dieses Jungen wurden in das Buch Die letzte Flamme soll euch nicht versengen, letzte Briefe zum Tode Verurteilter, aus dem europäischen Widerstand aufgenommen, zu dem Thomas Mann das Vorwort schrieb. Luigi Nono vertonte die Zeilen in seine Kindertoten. Manolis Glesos, der in seiner Erwiderung ausführlich auf die Verbrechen der deutschen Wehrmacht einging, das Leiden der Bevölkerung, die systematische Verwüstung des Landes, forderte uns auf, nach unserer Rückkehr in die BRD vor allem zur Aufklärung über die deutsch-griechische Geschichte beizutragen. Das halte er für wichtiger als die Frage der von Deutschland geschuldeten Milliarden. Auf die ökonomische Entwicklung muss ich nicht eingehen. Eins ist mir nur eben aufgefallen während des Referates von Kano: Wenn man 50 Milliarden, die privatisiert werden sollen, an griechischem Staatseigentum auf Deutschland überträgt, wäre das im Verhältnis zur Bevölkerung schon, geschweige denn zur Wirtschaftsleistung, wären das mindestens 500 Milliarden. Da bliebe kein Brandenburger Tor, kein Reichstag. Da bliebe kein Museum mehr, da wäre alles weg. Es ist unvorstellbar. Nur genau das geschieht dort. Auch auf die soziale Lage muss ich nicht mehr weiter eingehen. Eine Sache ist mir noch aufgefallen: Die Mietpreise, das haben wir sehen können und gehört von vielen, die berichtet,
obwohl die Mieten gesenkt wurden zwischen 30% und 50% in AT, blieben die Wohnungen zum Teil nicht mehr bezahlbar. Mietsenkung bis zu dieser Höhe. Trotzdem musste die Obdachlosigkeit in Kauf genommen werden, weil das Geld nicht mehr reicht. Wir hatten eine Lehrerin getroffen, die uns berichtete, dass sie noch rund 1200 Euro, die sie hatte vor der Krise, dann runtergestuft wurde auf 800 Euro, dann entlassen wurde und jetzt wissen wir von ihr, sie ist wieder eingestellt und ist sehr glücklich drüber für 480 Euro. Und das sind keine Einzelfälle. Alles andere ist von Carlo gesagt worden, bis zu den Schülern, ohne Essen und so weiter. Autoverkehr, auch eine Sache, die sofort ins Auge fällt, neben den vielen geschlossenen Läden, fast von drei Geschäften sind ein bis zwei zugenagelt oder mit Schildern versehen, zu verkaufen, zu vermieten und so weiter. Die Zahl der kleinen Autos nimmt deutlich ab, nicht wie der große Wagen. Die Oberschicht ist nach wie vor versorgt. Aber die Leute, die ihren kleinen Fiat und ich weiß nicht was gefahren sind, mit dem Opel Corsa und so weiter, die können nicht mehr. Und jetzt ist eingeleitet und wird durchgezogen bis Ende März, dass die Leute, die haben ihre Autos, die Versicherung aufgekündigt, um finanziell noch klarzukommen. Und was macht jetzt der Staat auf Anraten der Troika? Alle Leute, die mit unversicherten Autos unterwegs sind, zahlen bis Ende März Ordnungsstrafen von 250 Euro an den Staat. Gewerkschaften, ein für uns ja ein besonders brisantes Thema. Die Gewerkschaften ist es trotz zahlreicher Generalstreiks nicht gelungen, die Spardiktate abzuwehren oder auch nur zu mildern. Die wirtschaftliche Depression hat der über Jahrzehnte praktizierten Tarifpolitik entsprechend unserer Sozialpartnerschaft jeglichen Boden entzogen. Daraus stellt sich auch für die Gewerkschaftsfunktionäre, auch für die PASOK-Leute die Frage, wie will man denn jetzt überhaupt auf gewerkschaftlicher Grundlage noch was machen? Ein großer Teil der PASOK-Mitglieder hat die einfache Konsequenz gezogen und hat zumindest bei den Wahlen zunächst mal ist gewechselt zu Syriza. In einer Situation, in der Betriebe massenhaft Konkurs anmelden, in der ein Viertel der Erwachsenen und mehr als 60% der jugendlichen Bevölkerung arbeitslos sind und 10% der Bevölkerung, die arbeitet, seit über einem halben Jahr keinen Lohn mehr bekommt. Sie bleiben aber in der Arbeit drin, in der Hoffnung, dass doch wieder Löhne gezahlt werden. In solch einer Situation sind Gewerkschaften mit dem herkömmlichen Tariflatein am Ende. Wir müssen uns fragen, was machen wir, wenn entsprechendes auf uns zukommt. Was die Krise an tariflichen Möglichkeiten noch übrig gelassen hat, wurde von der Regierung beseitigt. Mit parlamentarischer Mehrheit wurde unter anderem beschlossen, drei wichtige Punkte aus unserer Sicht, auslaufende Branchentarifverträge verlieren ihre bindende Wirkung, individuelle und betriebliche Vereinbarungen haben Vorrang. Zweitens, in Gewerkschaften ist es verboten, Lohnerhöhungen zu fordern, solange die Arbeitslosenquote über 10% liegt. Da werden 10% zugrunde gelegt. 30% sind ohne Arbeit, 60% von den Jugendlichen. Das heißt, auf nicht absehbare Zeit kann keine gewerkschaftliche Forderung auf Tariferhöhung wiedergestellt werden. Das muss man sich mal vorstellen. Und drittens, die Löhne im öffentlichen Dienst werden nicht mehr durch die Gewerkschaften, sondern durch Regierung und Parlament geregelt. ÖTV ausgeschaltet. Übertragt es mal auf hier. Fazit von einem unserer gewerkschaftlichen Gesprächspartner war, wir leben in einer parlamentarischen Diktatur. Die gewerkschaftliche Strategie als Tarif- und Sozialpartner, die Interessen der abhängig Beschäftigten innerhalb, das muss man jetzt betonen, einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung zu vertreten, ist zusammengebrochen. Dementsprechend sinkt jetzt zunächst mal das Ansehen der gewerkschaftlichen Dachverbände bei den Arbeitenden und auch Arbeitnehmern.
hat, geht dann auch wieder als ungelernter Arbeiter, der vielleicht vorher war, ans Amt. Politischer Widerstand wäre der einzige Ausweg für die Gewerkschaften und genau den Weg scheuen sie, spekulieren darauf, dass es irgendwelche Einigungen gibt zwischen den Regierenden und der Troika, der ihnen ihre Gehälter und sonstigen Provisionen sichert. Die Frage resultiert auch daraus, wenn es keine gewerkschaftliche Perspektive mehr gibt, an wen sollen sich die 60% arbeitslosen Jugendlichen wenden? Wir haben hier in Hamburg schon vor Jahren mit dem heutigen Bürgermeister Scholz Diskussionen darüber geführt, haben gesagt, wenn ihr euch nicht einsetzt für die arbeitslosen Jugendlichen, dass die Arbeit finden, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn sie zunehmend zu den Faschisten laufen. Das ist in Griechenland jetzt prozentiert der Fall und erklärt mit einem der Gründe, warum die Morgenröte, die faschistische Partei, so stark wird. Damit kurz noch zur Selbstdemontage der parlamentarischen Demokratie und über das Aufkommen einer faschistischen Massenbewegung. Das eine ist das Kapital, die herrschende Klasse, die Regierung in Griechenland besorgt, dass ihnen die Bevölkerung aus dem Zügel laufen könnte, nutzt natürlich das Erstarken der faschistischen Partei für ihre Zwecke und von vielen Seiten, vor allen Dingen auch von der Kirche, darüber kam ich aufgeklärt, werden diese Faschisten gefördert. Rein äußerliches Erscheinungsbild sind zwei Sachen, die uns direkt begegnet sind. Das eine, das Zertrümmern und Zerschlagen der Stände von Migranten, also Leute nicht griechischer Staatsangehörigkeit, die Läden aufmachen, kleine Stände haben auf den Märkten und so weiter, laufen Gefahr, dass sie zerschlagen werden und sind auch, was Leib und Leben angeht, bedroht. Verhindert werden muss eben, dass sich der verbreitete Unmut allein im linken Spektrum sammeln kann. Dass der Widerstand gegen die Spardiktate eine organisierte Führung findet von unten. Goldene Morgenröte schafft man wunderbar das Ventil aus der Sicht der Herrschenden. Sie lenkt alle Interessen der Abhängigen, die sie gewinnen können, in eine nationalistische oder rassistische Richtung. Zudem dienen die Angriffe der Faschisten in Zusammenarbeit mit den Sondereinheiten der Polizei, der Einschüchterung der Flüchtlinge, auch von linken Aktivistinnen aus Gewerkschaften, sozialen Bewegungen und Parteien. Dadurch wurden innerhalb von nur wenigen Jahren 2 bis maximal 4 die über Jahrzehnte gewohnten Formen gewerkschaftlicher und auch politischer Interessenvertretung gestört und teilweise zerstört. Ich zitiere den Moises Litzis, das ist ein ehemaliger Redakteur, der durch die Krise in den Ruin getriebenen Zeitungen Elektrotopia mit ihren rund 300 Beschäftigten ist kaputt gegangen. Er schreibt an uns vor wenigen Wochen: Wir sehen eine zunehmende Polarisierung in der griechischen Gesellschaft zwischen der Linken jeder Art und der goldenen Morgenröte. Die PASOK bricht zusammen, die Neodemokratia hat ernsthafte Probleme. So ist es für die Wähler leichter, sich nach ganz rechts zu wenden. Und es gibt keine anderen Machtparteien, denen die Öffentlichkeit eine Lösung noch zutraut. Wenn Syriza versagt, gibt es keine anderen linken Parteien, die die Leute ohne Probleme anziehen könnte. Die traditionelle KP hat Probleme, Antarsia, ein radikal-linkes Bündnis, hat Schwierigkeiten, Masseneinfluss zu bekommen, obwohl viele Genossinnen dort bekannte Aktivisten sind. Er betont noch und bedauert nicht ausführlicher darauf eingehen zu können, er wollte das nachholen in einem nächsten Brief, warum sich die große Zahl über eine halbe Million Migranten allein in Athen sich den Protestbewegungen nicht anschließt oder nur sehr zögerlich
weitgehend zurückhält. Weitgehend ist das zwei Tatsachen geschuldet. Entweder sie haben keine griechischen Pässe in der Hand, fürchten also Ausweisung oder fürchten einfach um ihre Existenz. Diese Existenz wird zudem gefährdet, was die Faschisten angeht. Die verteilen, anders als die Linksgruppierung, die Selbstorganisation der Bevölkerung, die sehr breit geworden ist, die Lebensmittel aufkaufen auf dem Land, also direkt beim Erzeuger und unter Umgehung des Zwischenhandels, dann zu günstigen Preisen das weitergeben an die Bevölkerung, gehen die Faschisten bei, kommen auch mit Lebensmitteln nach Athen oder in die anderen Großstädte und verteilen sie gratis. Sie haben auf einmal das Geld. Wir müssen natürlich fragen, wohin? Es ist nicht nur die Industrie, es ist eben auch die Kirche, die sie versorgt und wahrscheinlich auch darüber hinaus Kreise, die in ganz Europa zu suchen sind und vorbeugend handeln, um durchgreifen zu können, falls die Gefahr bestehen sollte, dass es in Griechenland zu revolutionären oder revolutionsähnlichen Unruhen kommt. Noch kurz aus einem Brief, guck auf die Uhr, muss mich beeilen, von unserer Übersetzerin, die konnte Deutsch und Griechisch und die schreibt uns jetzt regelmäßig. Sie schreibt einen letzten Brief vor wenigen Wochen unter der Überschrift "Ein verarmtes Volk kann nicht besiegt werden" und stellt da Fragen, die überleiten in unsere Diskussion. Warum nehmen wir, das Volk, die Völker, nicht endlich die Dinge in unsere eigene Hand? Was hindert uns, diesen Felsen von unserer Brust abzuwerfen? Was hindert uns, eine Richtungsänderung durchzusetzen? Ich will mit meiner eigenen Vorhersage anfangen. Ich denke, wir werden es schließlich tun. Es kann so einfach nicht mehr weitergehen. Aber bis dahin gibt es mindestens zwei Hindernisse. Das erste ist, dass einige Menschen, die schnelle Ergebnisse erwarten, demoralisiert werden und dazu neigen, während der Proteste zu Hause zu bleiben. Sie haben das Gefühl, dass der Staat so autoritär geworden ist, dass es keinen Sinn macht, zu protestieren. Das zweite Hindernis ist die Furcht vor der Alternative. Ob unser Nein zu dieser Politik, das weist direkt hin auf, was du ausgeführt hast in Bezug auf die Drachmen, ob unser Nein zu dieser Politik uns schließlich befähigen wird, auf unseren eigenen Füßen zu stehen, oder ob ein Umsturz uns einfach umbringen wird, wie die deutsche und griechische Regierung uns glauben machen wollen. Hier kommt die Unterstützung unserer deutschen Freunde, eure Unterstützung, ins Spiel. Die Tiefe des Abgrunds, die Größe der Probleme, vor denen Griechenland stehen wird, nachdem es sich frei gemacht hat von diesem tödlichen Unsinn, kennen wir nicht. Aber ganz gleich, ob wir innerhalb oder außerhalb des Euro sein werden, wir brauchen eine Basisbewegung zur Unterstützung aus Deutschland und den anderen europäischen Ländern. Bald werden auch Menschen bei euch in Deutschland an die Reihe kommen, wenn die Rettungspakete explodieren und die Kredite nicht mehr zurückbezahlt werden können. Dann wird es ein Loch im deutschen Haushalt geben und ihr dürft mal raten, was geopfert werden soll, um es zu stopfen. Eure Renten, eure Sozialleistungen, eure Erziehung, eure Gesundheitsversorgung. Es wird der Zeitpunkt kommen, da eure Regierung die Sparpolitik auch auf euch anwendet, wobei sie die Schuld wieder auf die Griechen schieben wird. Die Bühne wird bereitet für eine tiefe Spaltung zwischen uns, während die tatsächlich Verantwortlichen weiterhin ihr Business as usual machen. Vorschlag, das machen wir jetzt, diejenigen unter euch, die verstehen, was tatsächlich vorgeht, könnten wenigstens versuchen, die anderen zu warnen. Der gesamten Europäischen Union ist und uns unmittelbar betrifft. Die
griechischen Arbeiterinnen und Arbeiter, die Prekären und die Erwerbslosen, haben diese Sparprogramme keineswegs kampflos hingenommen. Sie haben schon zu Krisenbeginn zu revoltieren begonnen. Sie haben ihre Widerstandsform dann stark an den Rhythmus der Sparpakete angepasst. Dezember 2008, Mai 2010, Juni 2011, Herbst 2011, Februar 2012 und jetzt seit Ende August 2012 Massenstreiks, Generalstreiks bis in den November hinein. Anfänglich sah es so aus, als ob die noch Beschäftigten, die Prekären und die Erwerbslosen in der Lage wären, sich miteinander zu assoziieren. Aber seit dem Jahr 2010 haben sich ihre Kämpfe zu einem erheblichen Teil auseinanderentwickelt und sind in eine, wie es scheint, schwere Krise geraten. Auf der anderen Seite zeichnen sich diese Kämpfe, die in Europa einmalig stark waren, aber auch dadurch aus, dass sie eine politisch-institutionelle Entsprechung gefunden haben, nämlich in der Koalition der radikalen Linken, Syriza, einem losen Zusammenschluss linker Gruppierungen, von den Anarchisten über die Trotzkisten, undogmatischen Linken, radikale Ökologisten und so weiter, bis hin zu den alten Eurokommunisten. Und gerade diese lockere Assoziation hat offensichtlich dazu beigetragen, dass diese politische Gruppierung als Wahlbündnis in der Lage war, den Massenprotest zu transportieren. Sie hat vor allem im Jahr 2011 ein außerordentlich interessantes Programm vorgelegt. In diesem Programm forderte sie und fordert sie noch den sofortigen Stopp des Sozialabbaus und der Lohnkürzung, die sofortige Annullierung der Sparpakete in Griechenland Memorandum genannt, die Verkündung eines Schuldenstopps, eines Schuldenmoratoriums und die Einleitung von Umschuldungsverhandlungen, wobei eine unabhängige Kommission feststellen soll, welche dieser Staatsschulden überhaupt legitim gewesen sind. Es gibt Expertenuntersuchungen, aus denen hervorgeht, dass etwa 70-80% der ganzen griechischen Überschuldung aus völlig sinnlosen Infrastrukturprojekten, Korruptionsmachenschaften, gigantischen Rüstungsprojekten und so weiter stammen und überhaupt nicht zu liquidieren sind. Das heißt also, eine radikale Schuldenannullierung gehört zu diesem Programm von Syriza. Dadurch sollen zusammen mit der Rückführung der illegal ins Ausland verschobenen Vermögen die Voraussetzungen geschaffen werden, um ein breites Sozialprogramm zu starten, den Absturz der griechischen Gesellschaft aufzuhalten und eine wirtschaftliche Stimulierung einzuleiten. Hinzu kommen einige spezifische Forderungen, die mit der griechischen Situation zu tun haben, aber auch für uns wichtig sind. Beispielsweise die Trennung von Staat und Kirche, eine radikale Abrüstung und Entmilitarisierung, massive ökologische Reformen, gerade da hat Griechenland einen enormen Nachholbedarf, aber auch die Ausgabe von Papieren an alle papierlosen Immigrantinnen und Immigranten, damit sie in die ganze übrige Europäische Union weiterwandern können. Das ist ein faszinierendes Programm gewesen. Und es war von Anfang an klar, dass es nur dann eine Chance hat, wenn es in einen breiten europäischen Widerstand integriert ist. Denn es gilt, diese Perspektive im Rahmen Europas durchzusetzen. Das war immer die Einsicht von Syriza und diese Einsicht, glaube ich, ist besonders bedeutsam. Aber diese Einsicht hat auch uns gefordert und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie es uns zunächst einmal gelingen kann, die Mediendiktatur zu durchbrechen, durch die eine mentale Orientierung und eine mentale sozialrassistische Spaltung zwischen den Unterklassen der Kernzonen und der Peripherieländer, vor allem Griechenlands, in Gang gekommen ist. Gegeninformation wäre eine der ersten Aufgaben einer sich zusammenschließenden Linken in ganz Europa. Denn sonst hören uns die breite Masse der Bevölkerung einfach nicht zu. Ich habe zahlreiche Veranstaltungen in den letzten 2 Jahren gemacht,
diesen Veranstaltungen teilgenommen haben, haben sie immer betont, wie stark diese Desinformation auch in den Betriebsbelegschaften eingesickert ist. Das Zweite wäre die Notwendigkeit eines europäischen Gegenkonzepts. Ich denke, hier gibt es wichtige Ansatzpunkte. Der vielleicht wichtigste würde darin bestehen, die Restriktionspolitik und den Sozialabbau der letzten 20 Jahre in der europäischen Kernzone selbst anzugreifen. Also Hartz IV, den ganzen Sozialabbau, den Niedriglohnsektor und so weiter anzugreifen. Denn gerade dadurch ist das Ungleichgewicht entstanden und radikale soziale Kämpfe zur Aufhebung dieser Restriktionspolitik sind der erste Schritt der Solidarität mit den Ausgebeuteten in den Peripherieländern. Positiv wäre das zu wenden in die Richtung der Durchsetzung von europaweit greifenden Sozial- und Arbeitsstandards, zum Beispiel eine europaweit greifende Arbeitszeitverkürzung, die Wiederherstellung der sozialen Sicherungssysteme, die Abschaffung der Niedriglohnsektoren und so weiter. Ein dritter Punkt müsste sich gegen die Umverteilung von unten nach oben richten, die in den letzten 15 Jahren stattgefunden hat. Das heißt, höhere Besteuerung der hohen Einkommen bei Steuerentlastung der kleinen Einkommensbezieher. Eine einmalige Vermögensabgabe der Reichen, um auf europäischer Ebene ein sozial- und wirtschaftspolitisch begründetes Stimulierungsprogramm in Gang zu bringen. Es geht aber auch um weiterreichende Schritte, beispielsweise die Zerschlagung der Großbanken, die Liquidierung des Schattenbankensystems und vor allem aber auch um eine Demokratisierung Europas, um eine Demokratisierung in einem regionalen föderativen Sinn und um die Demokratisierung der europäischen Institutionen, insbesondere der Europäischen Zentralbank. Das sind die Ausgangspunkte. Sie wären noch weiter zu ergänzen, für Wirtschaftsexperten besonders wichtig, wäre die Einrichtung eines europaweiten Pools der Umschuldung, in den alle überschuldeten Budgets eingeführt werden, um zu einer allgemeinen Liquidierung auf Kosten der Gläubiger zu kommen. Also ein radikaler Systemwandel auf gesamteuropäischer Ebene. Nun haben wir in den letzten Monaten erlebt, wie schwer es ist, diese Gegenperspektiven zu entwickeln. Wir haben die Gewerkschafterdelegation vom September erlebt. Wir haben die Resonanz darauf erlebt. Das war eine außerordentlich wichtige Initiative, aber sie ist nicht sehr weit gekommen. Vor allem auch im gewerkschaftlichen Bereich. Ich denke also, wir sollten uns klar darüber sein, dass Solidarität mit Griechenland bedeutet, hier tatsächlich auf europäischer Ebene soziale Massenkämpfe in Gang zu bringen. Und letztlich eine europaweit koordinierte Massenstreikbewegung, die tatsächlich den Systemwandel von unten her durchsetzt. Das alles braucht Zeit. Und wir sollten auch über weitergehende Dinge nachdenken, vor allem über eine transnationale Perspektive. Ich versuche an diesem Punkt einmal den Standpunkt meiner griechischen Genossinnen und Genossen einzunehmen. Griechenland befindet sich geografisch am Schnittpunkt mehrerer Regionen. Es gehört zur Mittelmeerregion. Viele Probleme Griechenlands können nur durch eine Assoziation der linken Kräfte und eine Massenbewegung in der Mittelmeerregion angegangen werden. Zum Beispiel die Massenmigration, aber auch die Abrüstungsfrage gegenüber der Türkei, nur als Beispiel. Der zweite regionale Kontext ist der Balkan. Wolf hat es vorhin in seinem Einleitungsbeitrag gesagt, der Balkan wurde durch den Jugoslawienkrieg vollkommen ethnisch zersplittert. Eine Balkanföderation aus griechischer Perspektive, eine unendlich wichtige Angelegenheit, hat eine lange Vorgeschichte und wäre denkbar. Viele Linke diskutieren auch über einen Zusammenschluss der Massenbewegung des sozialen Widerstands in der gesamten europäischen Peripherie, um von dort aus Druck auf Europa auszuüben, auf die Kernzone, auf die Regierung der Kernzone und auf die Troika. Es gibt viele weitere Punkte, wie zum Beispiel lokale Ansätze von alternativer Ökonomie,
solidarische Ökonomie, soziale Wiederaneignung und so weiter. Bisher sind diese Bewegungen am gewerkschaftlichen und am sozialen Massenwiderstand ein ganzes Stück vorbeigegangen. Aber auch da hat sich in Griechenland viel entwickelt. Und zwar nicht nur aus karitativen Gründen oder unmittelbar aus der Not geboren. Es gibt viele Ansätze, wo Jugendliche aus den Städten auf das Land zurückgehen, in der Absicht, nicht nur ihr Leben zu verändern, sondern auch eine Perspektive der Systemüberwindung zu gewinnen. Aktuell ist die Situation sehr schwierig. Syriza ist in einer Krisensituation, weil die europäische Resonanz bis jetzt weitgehend ausgeblieben ist. Wenn das so bleibt, wird ihr nichts anderes übrig bleiben, als unter dem Druck auch der zunehmend aus der Passung zu ihr zuströmenden neuen Mitglieder sich in eine normale Links-Mitte-Partei zu verwandeln, um zu überleben. Damit wäre eine Chance vertan. Ich denke, wir sollten uns darüber klar sein, dass wir in einer historischen Situation sind. Wir sollten uns darüber klar sein, dass Alternativen zu Syriza, wie sie in Griechenland beispielsweise am Fall der KUKUE, also der Kommunistischen Partei, oder des antikapitalistischen Bündnisses Antarsia gibt, in einer noch größeren Sackgasse sind. Ihre Perspektive ist nationalstaatlich begrenzt. Was ein Austritt Griechenlands aus der Eurozone und aus der EU bedeuten würde, habe ich in meinem Statement vorhin ausgeführt. Es wäre eine Katastrophe. Es gibt keine nationalstaatliche Begrenzung von sozialistischer Politik mehr. Wir brauchen also neue Perspektiven und wir brauchen einen neuen Zusammenschluss auf der europäischen Ebene von unten, der ganz breite Voraussetzungen schafft, der eine Massenbewegung in Gang bringt, die durch eine Massenstreikbewegung gestützt wird. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß, wie stark beispielsweise die Spaltung der Arbeiterklasse in den zentralen Gebieten der Eurozone vorangeschritten ist, in die privilegierten Kernbelegschaften, in die prekären, die Erwerbslosen. Die Situation ist außerordentlich schwierig. Aber wenn wir daran denken, dass die alte Parole der Arbeiterbewegung, Sozialismus oder Barbarei, wieder an Bedeutung gewonnen hat, dass wir in der Tat vor der Drohung einer neuen Barbarei stehen, sollten wir uns diesen Problemen stellen, wir sollten unsere Passivität überwinden und wir sollten uns zusammenschließen, um eine neue Perspektive von Kämpfen zu eröffnen. Nicht einmal die auf ihn schossen
waren andere als er und auch nicht ewig unbelehrbar. Ihn aber führten seinesgleichen zur Wand jetzt und er, der es begriff, er begriff es auch nicht. Ich denke, das ist die Frage. Denn Brecht greift hier auf, was Karl Marx und Friedrich Engels bereits 1948 als Grundlage kapitalistischer Herrschaft bezeichnet haben, die Konkurrenz der Arbeitenden unter sich. Ohne diese Konkurrenz untereinander könnten die Herrschenden nicht herrschen und könnten nicht das anrichten, was sie heute anrichten. Und ich denke, diese Konkurrenz, Carlo hat das eben konkret genannt, Ansatzpunkte untereinander, die gilt es zu überwinden, wenn wir aus der gegenwärtigen Entwicklung in unseren Ländern, nur hier, insgesamt in Europa, einen Ausweg finden müssen. Diese abstrakte Frage bedarf aber der konkreten Ausgestaltung. Ich bin in der Pause angesprochen worden, hier von einem Kollegen oder Genossen, der gefragt hat nach der KKI. Carlo ist da eben schon drauf eingegangen. Wir haben es selber vor Ort erlebt, als wir bei der Eisenbahnergewerkschaft waren. Erstens setzte sich ja aus mehreren Gewerkschaften wieder zusammen. Wir haben ja in Griechenland an die 1000 Gewerkschaften, weil jeder Betrieb, jede Sparte und so weiter Einzelgewerkschaften hat, die dann zwar in einem Dachverband zusammengefasst sind, der aber wieder so regierungsorientiert ist, dass er keine Orientierung gibt für die Beschäftigten. Und da war zunächst so, ja, ganz normale Sitzung, wir hatten das Gefühl, wir sind auf einer Gewerkschaftssitzung hier bei uns in Deutschland. Bis die Situation anfing zu knirschen, aufgrund des Berichtes eines Kollegen von uns, der bei der Berliner S-Bahn arbeitete und konkret berichtete, was durch die Privatisierung der Linie Athen, Piräus und den gesamten griechischen Eisenbahnen jetzt droht. Er hat geschildert, wie sich das konkret in Berlin auswirkt. Und an dieser konkreten Schilderung, da zündete es plötzlich. Auf einmal waren Gegenstimmen da, auf einmal gingen Türen auf, plötzlich standen Haufen von Kollegen und Kolleginnen in den Türen und der Führer, der Lokführergewerkschaft, KKUE-Mitglied, der stand dann mit geballter Faust da und hielt den Gewerkschaftsführungen vor, ihre Politik an der Seite der Regierenden in Athen. Wir brauchen da vielleicht oder können bei uns noch nicht die Fäuste ballen, obwohl wir sie in Hosentaschen manchmal wirklich zusammen ballen, die Fäuste, wenn es um konkrete Arbeitskämpfe bei uns geht. Auch wir merken bei Arbeitskämpfen hier bei uns immer mehr, dass die friedliche Schlichtung der Arbeitskämpfe auf sozialpartnerschaftlicher Grundlage nicht mehr geht. Wir erleben das gerade in Hamburg bei Leupark, das ist ein kleiner Betrieb mit 200 Beschäftigten, der jetzt aber längst gestreikt in Hamburg seit dem Krieg. Seit 2,5 Monaten sind die Kolleginnen und Kollegen im Streik. Und die Gewerkschaft bietet an, die IGBCE bietet an, soweit das überhaupt nur geht, und versucht den Unternehmer doch zu wirtschaftlicher Vernunft, zu hanseatischem Kaufmannstum und so weiter zurückzufinden, nicht begreifen, dass dieser Unternehmer nicht ein Unternehmer des 19. Jahrhunderts ist, sondern fortschrittlichster Unternehmer ist, weil er alle diese Maßstäbe mit Füßen tritt und missachtet und die neuen Kriterien versucht durchzusetzen, gegen die wir uns wehren müssen. Auch bei uns, hier wird eine Grenze erreicht, wo der soziale Kampf, der Kampf um Löhne nicht mehr friedlich geführt werden kann, sondern verlagert werden muss auf die nicht nur öffentliche, sondern vor allen Dingen auf die politische Ebene. Sonst werden wir dauerhaft keinen Stich mehr bekommen. Und letzten Endes wird sich die Frage stellen, werden die Gewerkschaften revolutionär oder gehen sie zugrunde? Soweit. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, etwas untypischerweise wart ihr bisher nicht einbezogen. Ich glaube, oder zum Zuhören, erstmal zum Aufnehmen bedankt, aber ich denke, das hat sich gelohnt. Wer ist die Gewerkschaft? Das sind wir, das seid ihr, das sind wir
dass Carlo da wichtige Thesen für die Perspektive genannt hat. Und die KKE ist sicherlich in Griechenland in wichtigen Industriebetrieben gut verankert und eine unverzichtbare Kraft für bestimmte Kämpfe. Aber ich persönlich denke auch, dass eine nationale Perspektive keine Perspektive mehr ist, sondern dass sie mindestens europaweit sein muss und dass wir sozusagen das, was die Europäischen Sozialforen oder der Europäische Gewerkschaftsbund da mal ansetzen, angefangen haben, dass wir das deutlich vertiefen müssen und dass es auch ganz wichtig ist, dass morgen zum Beispiel der Fotos von Silvicia auf dem Faustgelände um 17.30 Uhr reden wird und dazu auch noch direkt was sagen wird, wer da, also 17.30 Uhr auf dem Faust, kann man Silvicia den Puls live erleben. Aber jetzt bitte seid ihr dran. Wir sammeln mal erstmal so zwei, drei. Kannst du ein bisschen lauter oder Mikro? Ja. Also ich konnte gegen Ende ihren Vortrag nicht mehr zuhören, es war mir einfach zu viel. Und dann habe ich angefangen, mir ihre Bewegung anzugucken. Ich habe ihren Fuß konzipiert und habe festgestellt, dass das eine außerordentlich gleichförmige Bewegung war, dasselbe Ausmaß, derselbe Rhythmus. Und dann fiel mir irgendwann ein, dass man diesen Vortrag vielleicht auch in wenigen Worten hätte zusammenfassen können. Ich gucke in den letzten Jahren, mache ich eine Differenz. Ich sage nicht mehr allgemein die Menschen oder ich sage nicht mehr allgemein Kapitalismus oder Finanzindustrie, sondern ich gucke immer genau hin, wer dahinter steht. Und naja, und was mir eben einfiel dann, als ich die Bewegung angeguckt habe, seit das Patriarchat existiert, geht es im Grunde genommen um nichts anderes als um das, was wir jetzt in Griechenland erleben. Es geht um Macht, es geht um Gewalt, es geht um Krieg, es geht um Raub von Eigentum der menschlichen Gemeinschaft und es geht um Ausbeutung. Um jetzt das zu erreichen, dass man demokratische oder gerechtere Gesetze ja auch schon bekommt in ganz Europa, könnte man sowas machen wie ein Rechtswiki, sage ich mal. Wie lange hat Wikipedia gebraucht, um den großen Brockhaus außer Gefecht zu setzen? Ich glaube maximal 5 Jahre. Dann könnte man auf diesem Wege gerechte Gesetze schaffen, wo alle daran mitarbeiten können, auch verständliche Gesetze zum Beispiel, um in Europa auch ein einheitliches Recht anzubringen, was ja so wirtschaftlich auch so viel bedeuten würde, wie die Vereinheitlichung der Maße in deutschen Ländern durch Napoleon. Gut, ja, so ein Wiki. Ja, danke für den Vorschlag. Na? Daneben die Kollegin. Ich bin aus Berlin hier zu Besuch und habe das hier sehr interessiert verfolgt. Ich wollte nur sagen, dass diese allgemeine Pauschalisierung, die Medien würden also indoktrinieren, finde ich nicht so gut, denn es gibt auch Bürgermedien und da würde ich an alle appellieren, die hier sind, dass sie vielleicht selbst auch tätig werden, die Informationsflüsse dadurch etwas vergrößern, indem sie hier zum Beispiel bei Radio Flora mitmachen würden, denn die Medien haben einen unheimlichen Einfluss, das haben wir ja vorhin gehört. Und die Gewerkschaften sind natürlich von ihren alten Freunden und in den alten Seilschaften
verstrickt, denn es gibt schon seit Jahrzehnten diese Probleme. Akademiker zum Beispiel, Hochschuldozenten verdienen 1000 Euro, leben in prekären Verhältnissen. Akademiker kriegen sowieso keine Stellen mehr, müssen also krepeln wie sonst was. Und es gibt hier immer noch Arbeitsplatzbesitzende, die keinerlei negative Folgen zu erwarten haben. Von daher finde ich das alles ein bisschen krass. Ich möchte nur anregen, dass Sie sich in den öffentlichen Bereich begeben, dass Sie sich medial betätigen. Es gibt ein Bürgerradio, es gibt auch Möglichkeiten, okay, Blogs und Wikis und so weiter zu machen. Und da können Sie eben einen entscheidenden Beitrag zu leisten. Würde ich warnen vor Ungeduld. Die ganze Aktion, die jetzt seitens des Kapitals läuft und seitens der Herrschenden läuft, ist ja auf die Ungleichzeitigkeit ausgelegt. Die Griechen werden jetzt kaputt gemacht, in Spanien, Portugal bahnen sich die oder entwickeln sich die sich krisenähnliche Zustände. Die Verzögerung, die Versetzung ist ja Absicht, um zu verhindern, dass es einen Zusammenschluss gibt in Richtung eines gesamteuropäischen Widerstandes. Um in der Richtung weiterzukommen, nur wenige Anregungen. Das eine ist, das haben wir noch nicht angesprochen, ich weiß nicht, wie weit griechische Kolleginnen oder Kollegen hier jetzt im Raum sind, aber viele von euch und von uns werden welche Kontakte haben. Es wäre, denke ich, sehr wichtig, die griechischen Gemeinden in Deutschland zu mobilisieren, einzubeziehen, mit ihnen zusammen zu versuchen, Hilfsgüter zu transportieren, Solidaritätsschienen aufzubauen, Besuche zu organisieren und so weiter. Wir haben über 500.000 Griechen im Land. Das ist eine unmittelbare Kontaktmöglichkeit, auch für die, die nicht reisen können. Das zweite, meiner Meinung nach wichtigere, also Aufklärung ist angesprochen, aber auch Aufklärung funktioniert ja eigentlich nur in konkreter Anbindung. Die Ohren sind weit auf bei einer Belegschaft, die streikt, die unter Druck ist und so weiter. Nicht, weil sie einen Ausweg suchen, weil sie Fragen stellen müssen, weil sie gezwungen werden. Die Unternehmer sind oft die treibende Kraft des Klassenkampfes. Und damit bin ich im Grunde beim entscheidenden Punkt. Anknüpfen bei jedem Konflikt, der sich hierzulande ergibt, ob es die Kolleginnen und Kollegen bei der Charité in Berlin sind oder wie jetzt bei uns in Hamburg. Ich war vorgestern auf einer Streikversammlung von denen. Das Interesse an dem, was spielt sich jetzt in Griechenland ab, existiert sie, weil es existenzielle Fragen auch für sie sind und werden und weil sie die Parallelen sozusagen sehen können, vor Augen haben, weil sie ihnen aufgedrückt werden. Dass wir da anknüpfen, da wird zugehört. Ich sage diese Antwort ausdrücklich bezogen auf den betrieblich-gewerkschaftlichen Sektor. Carlo wird das sicher noch ergänzen können. Diese zwei konkreten Ansatzpunkte, die Rolf genannt hat, ließen sich jetzt noch erheblich erweitern. Ich denke, es geht auch darum, über diese Ebene hinaus eine Perspektive zu entwickeln. Vorher möchte ich aber auf zwei Diskussionsbeiträge eingehen, die mir besonders wichtig erscheinen und die ich mir habe merken können. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich einiges vergessen habe. Die erste Frage ging in die Richtung, was passiert, wenn in den europäischen Peripherieländern die Wirtschaftsstruktur zusammenbricht, was passiert dann mit den deutschen Exporten? Das ist eine sehr wichtige Frage, denn auch darüber gibt es Prognosen, die nicht immer einheitlich sind. Ich denke, man kann Folgendes voraussagen. Für die Gesamtwirtschaft wird ein Zusammenbruch der Peripherie zu einer Vertiefung der schon jetzt laufenden Rezession führen. Das heißt also zu einer Wirtschaftsschrumpfung in einem mäßigen Ausmaß. Wie weit dieses Ausmaß gehen wird, kann man natürlich nicht voraussagen, weil es von anderen weltwirtschaftlichen Faktoren abhängt. Wichtig aber ist zu wissen, dass die weltmarktorientierten Konzerne, und das ist gerade der Kernbereich des exportorientierten Kapitals in Deutschland, die europäische Peripheriezone schon weitgehend abgeschoben hat. Das heißt, es hat eine Verlagerung der Exportwirtschaft in Richtung Schwellenländer, vor allem führende Schwellenländer, also China, Indien
auch Russland, Brasilien und so weiter stattgefunden. Und wenn man die entsprechenden Spezialberichte genau liest, kann man sehen, dass sich der Exportsektor des deutschen Kapitals einschließlich der auf Weltmarkttechnologie orientierten kleinen und mittleren Unternehmen schon auf einen Kollaps der Peripherie eingerichtet hat. Das heißt also, es wird eine verschärfte Krise geben, gleichzeitig aber eine weitere Stabilisierung des Exportsektors und damit automatisch eine weitere Spaltung leider der Arbeiterklasse. Weil der Exportsektor, auch darüber gibt es Untersuchungen, der einzige Sektor ist, der im Augenblick hochprofitabel produziert und der in der Lage ist, seine Kernbelegschaften noch einigermaßen bei Stange zu halten, während die anderen Wirtschaftsbereiche immer stärker auf prekäre Arbeitsverhältnisse und so weiter angewiesen sind. Also keine gute Perspektive, Zunahme der Ungleichgewichte und gerade deshalb möchte ich noch einmal darauf hinweisen und damit komme ich auf meine einleitende Bemerkung, wie wichtig es ist, dass wir uns über eine europäische, zunächst europäische Perspektive, Gegenperspektive unterhalten. Sie soll nicht zu einer Stärkung der Europäischen Union führen. Ich habe betont, wie wichtig grenzüberschreitende Aktivitäten in alle Richtungen sind, nicht nur in die EU. Aber wir leben hier und ich denke, in diesem Bereich müssen wir über Gegenperspektiven sprechen, weil ich davon ausgehe, dass es zu einer weiteren Entwicklung der sozialen Massenkämpfe kommen wird. Und dass die Frage der Gegenperspektive zu einem wesentlichen Faktor dafür wird, wieder Hoffnung zu schaffen, Hoffnung zu haben und eine mittelfristige Perspektive zu finden, in der das eigene Agieren wieder sinnvoll wird, in der es sinnvoll wird, aus den Maulwurfslöchern wieder herauszukommen, aus der Wartestellung herauszukommen und wirklich wieder aktiv zu werden und die Aktivierungsmöglichkeiten, beispielsweise in der medialen Gegenöffentlichkeit und so weiter, sind hier deutlich benannt worden. Der zweite Punkt bezieht sich auf die Krise der griechischen Linken. Hier möchte ich ganz möglichst unaufgeregt und möglichst ohne irgendwelche Zuweisungen sprechen, weil das ein Pulverfass ist. Ich habe mich in den letzten Monaten über die aktuellen Entwicklungen, soweit es ging, informiert. Ich habe auch in alle Lager Kontakte, auch in das Spektrum der Kupoe. Und ich möchte zunächst einmal sagen, dass ich vor allen Gruppierungen, einschließlich also nicht nur Syriza, wo alte Genossinnen und Genossen aus der Studentenbewegung heute die ökonomischen Experten in den Beratungsgremien sind, auch zu KUKUE-Mitgliedern, auch zu Leuten, zu Aktivistinnen und Aktivisten aus der KP-nahen Gewerkschaftsbewegung PRAME, die eine außerordentliche Bedeutung in Griechenland hat, und auch zum antikapitalistischen Bündnis Antarsia Kontakte habe. Ich befinde mich also in einem Dialog, in einem sehr schwierigen Dialog mit allen drei Strömungen. Meine Flugschrift ist inzwischen in Griechenland publiziert. Sie hat dort eine weitaus größere Verbreitung als hier. Das heißt also, die Diskussion, die ich versucht habe mit anzuregen, hat begonnen. Und es hat also begonnen, ein Nachdenken über die Begrenztheit eines nationalstaatlichen Ansatzes von radikaler Alternative bei Antarsia, leider nicht bei der KUKUE, aber die Diskussion läuft und wir beginnen miteinander zunächst einmal überhaupt ins Gespräch zu kommen. Es gibt keine nationalstaatliche Lösung mehr. Bei einer Wiedereinführung der Drachme werden die Weltdevisenmärkte die Drachme sofort völlig kaputt machen. Jede Regierung, auch jede linke Regierung, auch eine durch einen Volksaufstand an die Macht gekommene kommunistische Partei, das ist ja ihr Konzept, würde sofort mit einem weltwirtschaftlichen Boykott konfrontiert sein. Es würde eine Arbeiterregierung entstehen, die praktisch eine Hungerkatastrophe verwaltet. Das müssen wir in aller Klarheit sagen. Wir müssen in aller Klarheit sagen, dass das die letzte Katastrophe der kommunistischen Bewegung wäre. Und dass es gut wäre, wenn sie einschließlich auch der trotzkistischen Gruppierung, die ebenfalls makabrerweise eine sehr starke nationalstaatliche Orientierung haben, wenn sie die Katastrophe abwehren und wenn sie ihre Perspektive erweitern. Nun ist es aber nicht so, dass wir einfach die Perspektive der Syriza als Gegenmodell formulieren können,
Ich habe es vorhin gesagt. Syriza ist zunächst einmal ein ganz lockeres Bündnis, Wahlbündnis der unterschiedlichsten Gruppierungen der radikalen Linken bis hin zu den Eurokommunisten, also dem früheren Auslandsflügel der KKE gewesen. Genau in dieser lockeren Bindung, praktisch als Nichtpartei, als nicht parlamentarisch erstarrte Partei, war sie in der Lage, auf die sozialen Massenkämpfe zu antworten und sich darauf positiv zu beziehen. Nun ist aber die Zeit nicht stehen geblieben. Es hat sich keine europäische Solidarisierungsbewegung entwickelt. Syriza hängt in der Luft. Und gleichzeitig kommt ein zunehmender Druck aus ehemaligen PASOK-Mitgliedern, die nun in die Syriza strömen und die natürlich ein altes sozialdemokratisches Konzept verfolgen. Es sind also schwere Auseinandersetzungen im Gang. Der Parteikongress vom Dezember hat zunächst einmal diese Kontroversen noch einmal überbrückt. Alexis Tsipras und seine Berater haben noch einmal klargemacht, dass sie auf eine Regierungskrise im kommenden Frühjahr, also im März, setzen. Und dafür spricht sehr viel. Im Augenblick hat Syriza die absolute Mehrheit der Wählerstimmen bei den laufenden Umfragen. Und es stellt sich die Frage, was würde denn jetzt geschehen, wenn Syriza an die politischen Schalthebel käme? Ich glaube, wenn wir es hier nicht schaffen, eine breite europäische Solidarisierung in Gang zu bringen, wenn wir es nicht schaffen, ihr radikales Programm, Schuldenannullierung, Mobilisierung von neuen Sozialprogrammen, Wirtschaftsprogrammen im Rahmen einer sich demokratisierenden Europäischen Union voranzutreiben, dann wird sie einfach linke Mitte Realpolitik machen, vielleicht etwas besser als andere Linksparteien, möglicherweise aber doch so, dass dann eine Situation entsteht, wo in Anerkennung des faktischen Souveränitätsverlustes die Syriza-Führung mit ihren klugen ökonomischen Beratern nur noch die Fakten anerkennen kann und versuchen kann, sozusagen in einer härteren Gangart zu verhandeln, aber letztlich die Tatsachen anzuerkennen. Und das wäre eine Katastrophe, weil damit in Griechenland eine weitere Hoffnung zerstört würde. Wir sind also tatsächlich in einer sehr, sehr schwierigen Situation und ich denke, wir sollten sie sehr genau studieren, um zu verstehen, welche Alternativen absolut notwendig sind. Und ich glaube, die einzige Lösung gibt es nur im grenzüberschreitenden, transnationalen Zusammenhang, nicht nur auf europäischer Ebene, und gleichzeitig in einer verstärkten Verankerung in den Bewegungen der alternativen Ökonomie, die vor allem auch durch die Frauenbewegung in Gang gebracht worden waren, und in Bewegungen zur Wiederaneignung der öffentlichen Güter. Wir brauchen also eine breite Assoziation. Wir sollten keine Angst haben vor Massenmobilisierung. Wir sollten keine Angst haben davor, dass auch Menschen aus den Mittelschichten, die den gleichen Verarmungsprozessen unterworfen sind, in diese Bewegungen sich integrieren. Wir brauchen eine sehr starke realistische Orientierung auf Alternativen, aber auch einen, die Perspektiven setzt. Und das, glaube ich, ist notwendig, weil sonst in der Tat die zarten Pflänzchen von Hoffnung, die in den letzten Wochen und Monaten gewachsen sind, wieder zerstört werden. Ja, lieber Herr Heinz, lieber Rolf, es ist jetzt die Frage, wir sitzen 3 Stunden zusammen. Ob wir jetzt hier noch weitermachen wollen oder ob wir das sozusagen ins Bilaterale, also die beiden sind noch ein bisschen hier, man kann auch miteinander reden. Das wäre jetzt mein Vorschlag, dass wir das hier beenden mit dem Versprechen, dass zum Beispiel das Zukunftsforum oder auch Verdi die Diskussion versucht weiter fortzusetzen, dann in etwas kleineren Rahmen. Ich denke, das stößt jetzt hier auf Zustimmung und deshalb sage ich, ich hier ganz, ganz herzlichen Dank an Karl-Heinz Roth und an